bei uns ins Rechnungsprogramm reingeguckt. Was schätzt ihr, und das nennt man Werkstattdurchgänge, wie viele Werkstattdurchgänge wir 2020 haben? Das ist schön. Da ist ein Ölwechsel drin, da ist aber auch ein Unfallschaden drin. Aufwendige Sachen so. Das geht ja irgendwo in die Tausende. Ja, ist schon nicht schlecht. Also ich hätte es gesagt, irgendwo so um die 800? Nicht ganz. Ich löse auf. Es sind roundabout 1036 bis 1100 Werkstattdurchgänge. Da kommt der Tuning-Kram dazu. Mhm. Werkstattdurchgänge, und da ist noch nicht mal drin. Es ist normal, dass bei über 1000, also 1100 Werkstattdurchgängen, mal, keine Ahnung, eine Leuchte übersehen wird, dass eine Bremse doch mal quietscht, da können wir nicht immer selber was für. Aber der Kunde kommt da wieder und wir sind ja die Letzten, die sagen, regeln wir, machen wir. Ja. Der kommt ja auch nochmal wieder. Das heißt, macht man das nochmal schnell. Oder man hat was, ein Teil kam erst später und muss das im Nachgang nochmal machen. Das kommt nicht mal dazu. Ein Werkstattdurchgang ist ja eigentlich, der Auftrag kommt rein, der hängt an der Wand bei uns, ihr nehmt das Auto rein, auf die Bühne und fangt an zu arbeiten, macht das fertig und wieder raus. Das ist ein Werkstattdurchgang. So, und davon haben wir dann eben noch mehr, aber ich sag mal, die ganz genaue offizielle Zahl kann ich nicht sagen, aber es sind ungefähr 1100 gewesen. Zu unserem normalen TÜV-Geschäft. Mhm. Da kann man sich mal vorstellen, was hier am Tag an Stress durchgeht. Viel. Kriegen wir noch am besten mit. Was wirklich an allen Fronten Stress bedeutet. Dazu, und das ist ja schon der nächste Punkt, YouTube. YouTube, Social Media Auftritt ist ja in den letzten, ich sag mal, zwischen einem Jahr und dreiviertel Jahr. Also das eine Jahr ist Instagram, seit einem Jahr offiziell. Mhm. Und dann kam seit Mai, müsste Mai gewesen sein, genau, Mai YouTube auch noch dazu. Jeder, der YouTube macht, weiß, wie viel Aufwand das ist. Wir haben es schon ein, zwei, drei Mal erwähnt. Was schätzt ihr so, was wir an YouTube-Videos gemacht haben? Die wir, die wir nicht die gemacht haben, sondern die wir online gestellt haben. Die online sind. Ich glaube, ich würde sagen, wir sind jetzt irgendwo bei 17. 17? 17. Mhm. Und du? Ich hätte jetzt irgendwie 25 gesagt. Oder? Es sind bis eingeschlossen der 1.1.21, das ist ja das, was jetzt kommt, sind es genau 40 Stück. What? 40 Videos online. Krass. Von Mai. Und da muss man auch mal an den Terweiser hinter der Kamera auch mal, auch wenn das immer schwierig ist, ne? Wir haben alle wirklich viel auf dem Zettel, Terweiser natürlich auch, aber wir haben trotzdem 40 Videos online gestellt, wovon ja auch Videomaterial dabei ist, was wir noch gar nicht online gestellt haben, wo wir gesagt haben, geht nicht, passt gerade nicht, ist kacke. Ja. So, es sind 40 Videos ab Start. Na, das ist unser Mai, wir sind bei 7 Monaten. Mhm. Na, also das steigert sich natürlich auch immer mehr. Man sieht es natürlich daran, dass wir jetzt knapp 3300 Abonnenten irgendwie haben. Ja, ganz kurzer Punkt, es wird wahrscheinlich interessant sein oder auch mal die Frage kommen. Verdienst mit YouTube. Verdienst, wir reden über Verdienst. Also das, was wirklich bis jetzt auf unserem Konto gelandet ist, was wir mit YouTube verdient haben. Was schätzt ihr so? Ich weiß das ja ungefähr. Knapp ein Honig. Ja, ist doch schon ein bisschen mehr. Ja? Ja, ja, wir haben schon zweimal Abrechnungen gemacht. Ey, Mann! Wenn das ein bisschen mehr ist, irgendwie 140, 150 wahrscheinlich? Nee, noch ein bisschen mehr. Ja, ey? Mhm. Mein Kopf ist krumm, fertig. Ja, genau. Ganz AMG. Nee, es sind 269 Euro. Eieieiei. Aber man muss ja sagen, ist ja nicht schlecht. Also nein, ist es nicht schlecht, aber ihr seht, was für ein Aufwand das was dahinter steckt. Ja. Wir haben ja eigentlich nicht nur Teerweißer immer involviert mit allem, dass wir irgendwo hinfahren, was vorbereiten, die Vorbereitungszeit ist. Das ist ja, ich habe auch die Kosten gleich mal kurz, ganz kurz grob dazu, die da gar nicht mit drin sind. Aber wir haben 270 Euro verdient seitdem. Wir haben noch einen Mitarbeiter, dein Bruder, Leis, den sieht man nie und er macht zum Beispiel Bildbearbeitung, mal ein Video für Instagram und so weiter. Das ist ja noch ein Punkt, den man nicht sieht, aber der ja auch irgendwo Geld kostet, ja. Der ich auch nicht mit drin ist. Ja. So, ich habe mal ganz grob, sind das ungefähr 5200 Euro seit Mai, die wir dafür ausgegeben haben. Mhm. Nur das, was wir ausgegeben haben an Material, Werbekosten, Teerweißer natürlich und so weiter. Mal ein bisschen Equipment gekauft.
ohne die Projekte, die wir abgefilmt haben, die Zeit, die wir investiert haben, ja, die Arbeitszeit dagegen gerechnet, braucht man gar nicht aufrechnen, aber dann auch mal einen groben Überblick dafür. Finde ich schon mal. Das Verhältnis passt gut. Ja, finde ich auch. Also andersrum, es ist auch dafür, es ist ja nicht, um Geld zu verdienen, muss ich aber auch nichts vormachen. Wenn da was rumkommt, ist es nicht schlimm. Dass jeder, der sagt, ich mache das nur aus Jux und Liebe, ist Schwachsinn. Der andere Vorteil daran ist einfach, dass man präsent ist, dass die Leute sehen, Vertrauen schaffen. Was machen wir, wie machen wir das? Das ist ja eh der Hintergrund. Ja. Weil einfach, man muss ehrlich sein, das Zeitalter von Zeitungen und irgendwelchen Bauernblättern, das Ding ist durch. Ja, man muss auch Superkrei. Ja, Superkrei, ja. Aber sowas ist ja nun mal eine Zeit der Dinge und das gehört eben mit dazu. Ja. Ja, deswegen machen wir das. Und wir haben ganz viele Sachen gekündigt, die hier, glaube ich, im Endeffekt nachher gleich aufzuwiegen sind, der Kosten ungefähr. Muss man ungefähr so sagen. Ja. Ja, dann habe ich ja nochmal einen guten Punkt, der eigentlich ein bisschen vom Anfang noch ist, der Kommunikation. Dass viele sich darüber beklagen, warum kriegen wir später Rückmeldungen und so weiter, habe ich ja schon erwähnt. Würdet ihr grob mal abschätzen, wie viele Möglichkeiten es momentan gibt, uns zu kontaktieren? E-Mail, Telefon, WhatsApp und so weiter. Was schätzt ihr, wie viele Kommunikationsmöglichkeiten es gibt bei uns? Die alle, auch davon mal gesehen, alle genutzt werden. Von irgendwelchen Usern, wie auch immer. Und du möchtest jetzt wissen, über welche Plattform oder wie man uns kontaktieren kann? Genau. YouTube unter die Kommentare zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir eine WhatsApp-Nummer, unser Telefon, Instagram, Facebook, E-Mail. Also das sind schon mal sechs Sachen. Und das muss alles gepasst werden, ne? Ja, das war nicht. Also wir haben ja, ich habe das ja mal so aufgeschrieben, wir haben ein WhatsApp-Telefon. So, das ist eine WhatsApp-Nummer, da könnt ihr euch drauf melden, wenn irgendwelche Termine sind. Das muss bearbeitet werden, wird auch gemacht, da könnt ihr auch drauf anrufen, das wird auch gemacht. Dann gibt es noch ein privates Handy, das ist eigentlich meins, was aber dafür mittlerweile auch schon überwiegend genutzt wird, für Leute, die die Nummer irgendwo mal abgegriffen haben. Ist halt so, kann man sich eh nicht gegen wehren. Dann kommt dazu, dass ihr ja auch noch über WhatsApp und Instagram angeschrieben werdet. Ja. Das ist ja manchmal schwierig, weil ihr werdet angeschrieben und tragt das mit in die Firma, was ja normal ist, aber da sind wir schon mal bei 4-mal WhatsApp und 3-mal Instagram. Ja. Dann haben wir einmal Facebook, worüber wirklich tatsächlich viele Anfragen mal kommen, wo man selber sagt, ja, das muss auch beantwortet werden. Dann haben wir eine E-Mail-Adresse von mir, die beantwortet werden muss, eine E-Mail-Adresse von Krei, die beantwortet werden muss, also hotwheelsautomobile.com, das gibt es auch noch. Dann haben wir, was man nicht vergessen darf, den Kundenverkehr hier im Laden. Das ist auch eine Kommunikationsmöglichkeit. Ja. So, und dann haben wir noch ein normales Festnetztelefon. Das wollen wir natürlich alles selber, da haben wir auch selber Schuld mit. Aber jetzt kann man sich mal grob vorstellen, die beiden Herrschaften überwiegend Werkstatt. Krei eigentlich nur noch dafür da, um, ich sag mal, den Alltagskram abzuwickeln. Telefon, Kunde, der hier reinkommt, E-Mails. Und bei mir bleibt meistens dann der Rest kleben. Das ist einfach nicht wenig. Und wenn da mal eine Nachricht untergeht oder wenn da mal eine E-Mail später beantwortet wird, ist halt, ja, wie soll man sagen, es ist immer noch schwer. Und da geht auch mal was runter. Soll keine Entschuldigung sein, wir haben selber Schuld. Aber umgerechnet habe ich es auch mal kurz. Es sind für mich am Tag fast 3 Stunden. 3 Stunden, die ich nicht damit verbringe, zu sagen, ich gucke mir an, was macht so Arlos, was macht JP bei Instagram, sondern die ich auch damit verbringe, zu antworten, Nachrichten zu machen. Stimmt, was ja noch nicht drin ist, mal eine Story zu machen, die vorbereitet wird und so weiter, das kennt ihr ja selber. Ja. Na? Aber das ist so, Kommunikationsweg ist nicht zu unterschätzen, ja, weil es halt viele Wege gibt, um uns ranzutreten irgendwo. Mhm. Ja, ich glaube, da beklagt sich jeder drüber. Ich habe gerade heute Morgen, und es hieß auch witzigerweise auf dem Weg hierhin, den Podcast von Philipp Kies gehört, bei Kraftstoff, auf Spotify, auch wo dieses Thema ausgekleidet worden ist. Dass es noch nicht vorgekommen ist, und das wird es glaube ich auch nicht, dass einer mal vor dir steht und sagt, das finde ich scheiße, das finde ich kacke, kannst du so nicht machen, ihr seid doof, ich mag euch nicht. Das passiert alles nur hinter dem PC, Tablet, Handy. Das ist glaube ich aber irgendwo eine Normalität. Ich meine, Tillweiser kann da wahrscheinlich Lied von singen bei seinen Abonnenten und man erntet halt nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Ist so, wird auch immer so sein, ja. Wird immer so sein, es ist zwar irgendwie nervig, man muss, glaube ich, lernen, das sagt Tilber dann immer wieder, blende das aus, nimm dir das nicht zu Herzen.
Geht aber irgendwie nicht. Man nimmt sich das trotzdem, man nimmt das trotzdem mit und denkt drüber nach, warum, was hab ich getan. Mhm. Aber es ist einfach eine Situation, die es ist, irgendwie, finde ich. Ich finde es auch eigentlich doof, dass man sich jetzt hier hinsetzt und sich dafür rechtfertigt. Aber es ist einfach nur mal eine Rückmeldung zu geben. Es gibt so Kommentare, dass wir ein Abklatsch von irgendwas sein möchten oder irgendwie nachmachen. Nein. No. Also es gibt so viele YouTuber in die Richtung, ne? Definitiv. Es gibt so viele Leute, die das machen. Und ich bin ehrlich, man macht das natürlich aus dem Grunde, um da zu sein, bekannt zu werden, aber um auch Kunden zu ziehen, neue Kunden zu gewinnen und den Kunden Vertrauen zu schaffen. Zu sagen, was machen wir, wie machen wir, habe ich ja schon erwähnt. Aber so, das ist eigentlich der Hintergrund dahinter, warum man das macht. Und weil man Spaß daran hat, was zu zeigen oder zu erklären. Ich zumindest. Also ich find das einfach cool, weil die Fragen, für uns ist es ja mittlerweile so normal, und das hört sich ja echt doof an, hier kommt ein Auto auf den Hof, 2er Golf Turbo, 500 PS. Ja, okay. Gut, wie ist das gebaut, wie sieht das aus, alles toll. Es gibt aber, und das kennt ihr selber, Freunde im Freundeskreis, denen erzählst du irgendwas über dieses Thema und der steigt bei den ersten drei Sätzen aus und denkt, das geht doch alles gar nicht. Wie funktioniert das? Die können sich keinen Begriff darüber machen. Und ich würde behaupten, dass es viele, viele gibt, die bei YouTube sich sowas angucken, um sowas zu erfahren, wie kommt sowas zustande. Ja. Und das finde ich, man kann natürlich immer Kritik, also die Kritik, die reinkommt über die Kommentare, und das ist ja meistens bei YouTube so, die nehmen wir auch hin, die werden beantwortet, wir löschen nichts. Wir löschen nichts. Weil ich finde, dass es auch wichtig ist, dass man drüber spricht. Aber da muss man sachlich bleiben. Und das ist meist der Punkt, es kommt eine Rückantwort von uns und dann ist vorbei. Und dann kommt nichts mehr. Und das finde ich so, wenn ich sage, ich stelle da was rein, ich stelle eine Behauptung auf oder ich sage, das ist doof, das ist kacke, kann ich machen. Aber dann muss man mit Gegenwind rechnen und dann auch auf eine, es muss eine Diskussion oder Konversation sein, ist ja egal, aber darauf eingehen. Richtig. Und nicht einfach nur sagen, das ist doof. Ja. Na, also das ist ein kleiner Appell vielleicht daran, aber auch damit müssen wir klarkommen. Dann gibt es da noch, der Zettel übrigens ist abgehakt. Das war quasi das Meckern pro und contra ein bisschen. ja, nehmt euch das zu Herzen. Wenn ihr was schreibt, denkt drüber nach. Und auch, warum wir das machen. Und wir sind die Letzten, die es nicht beantworten oder uns Gedanken darüber machen. Aber macht euch auch Gedanken darüber, wie ihr das kommentiert und rechnet damit, dass da eine Antwort kommt. Es wird eine Antwort kommen. Dass ihr das dann begründen könnt. Das wäre ein Träumchen. So. Ne? Ich sag mal so, seit dem Tage, und das ist auch von uns von Anfang an, gibt es hier in den letzten 6 Jahren, ich glaube, es kann man an 2 Händen abzählen, wo wir mal abends standen zu feiern oder morgens standen und sagen, oder zum Mittag, was soll man machen? Gibt es nicht. Das hast du letztens ganz schön formuliert. Seit dem Tag, wo du hier bist, gab es noch keinen Tag, wo du sagtest, was machen wir jetzt? Oh. Man kennt das ja so aus, also ich habe ja schon ein paar Firmen durch, und man kennt das so, jetzt zum Beispiel Corona-Zeit, kann man ja ganz gut, sowas gibt es ja immer mal, oder wenn jetzt zu Weihnachten das einbricht, das war hier noch nie so. Also hier ist eigentlich immer, wenn du morgens schon auf Montagmorgens auf den Hofplatz kommst, musst du dir schon gucken, wo du parkst, weil das hier so voll ist mit Aufträgen und Autos. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ist ja gut. Ja, natürlich. Gerade auch, weil wir ja, wenn wir jetzt mitten in Flensburg zum Beispiel wären, könnte man so ein bisschen davon abmünzen, ne? Weil aber wir sind ja hier eigentlich so... Am Arsch der Heide. Und das ist ja auch der Punkt, was dazu kommt. Warum machen wir das? Weil es hier oben in der Form, unserer Meinung nach, so ist in der Form nicht gibt. Also das merken wir ja auch, dass die Lobby, die hier oben relativ klein ist, ja doch bedient wird und da ist. Und es ist auch schön, dass man das kann. Ne? Das ist ja, blöd gesagt, man sieht immer die ganzen anderen, ich sag mal, die ganzen anderen erfolgreichen großen Unternehmen, die das machen und denkt selber immer, ja, oder zum Anfang der Zeit, ich würde das auch gerne machen wollen. Mhm. Aber dieser Schritt, dieser Weg dahin, das wirklich zu tun, ist schon hart. Ich glaube, wenn du das in Dortmund machst, die Szene ist da so riesig, oder im Osten, die ist da so riesig, da ist das nicht so die Riesenkunst. Aber ich glaube, hier oben ist das schon gewagt, aber es wird auch irgendwo belohnt im Endeffekt. Mhm. Ne? Dann wiederum den Menschen, den man kaum sieht, das ist Leis. Der wird jetzt gerade in Sekunde oder so, schon seit letzter Woche, schneidet er ein bisschen was zusammen. Dieses Video kommt am 01.01.21, also wir werden es auch bewusst abends machen, dass wir es online stellen, weil könnte sein, dass Simon auch noch ein bisschen im Delirium liegt oder sowas. Zumindest wenn er sich Karneval-Wodka kauft. ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt kommt in dem Schnitt,
was im 20 so gelaufen ist. Die besten Points, die besten Videos, ein paar Einblicke, vielleicht auch ein paar Outtakes. Ich weiß es nicht, ob wir es noch hinkriegen. Aber ja, das war das Wort zu 20. Wir freuen uns auf 21. Es sind genug Projekte in den Startlöchern. Oh ja. Es sind wirklich genug Projekte in den Startlöchern. Also auf Filmseite sowieso. Da sind wir fast bis nächstes Jahr komplett ausgebucht. Wir wollen nächstes Jahr mit einem richtig guten Team an den Start gehen. Ja. Ja. Dann, ja. Das, was Corona halt zulässt, sagen wir mal so. Na? Mhm. Ja, Leute, vielen, vielen Dank. Kommentiert es oder auch nicht. Wir sehen uns am 1.1. wieder. Hier muss ich aber auch sagen, gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es vielleicht eine oder zwei Wochen Pause geben könnte, die jetzt direkt im neuen Jahr sind, weil wir auch erstmal dann wieder anfangen und loslegen und so weiter. Das entscheiden aber kurzfristig. Könnte sein, dass das Video jetzt das letzte ist und ein, zwei Wochen dazwischen Pause ist. Weiß ich aber nicht genau. Seht ihr in den Stories von Instagram, schätze ich. Ja. Haut rein, viel Spaß und bis nächstes Jahr. Guten Rutsch. Ja, ciao. Ciao. Das ist unser Laden, das ist Hot Wheels Kfz Service. Wir wollen heute unser erstes Video machen, was wir so machen, wer wir sind und ja, wer so die Mitarbeiter hier sind und wer hier was so macht. Dritter Gang und Abfahrt hier. Wir sind soweit fertig, die Flotte ist vorbereitet. Sieht echt geil aus hier auf dem Mini-Hof, sag ich mal. Tissan-Autos drauf. Das ist seingespannt, komplett eigentlich, mit Trailer und allem. Ja. Sieht schon ganz nice aus, so, ne? Und man darf ja nicht vergessen, dass wir saßen letztes Jahr genau um diese Zeit mit der Truppe. Da drüben, ne? Genau. Juliane. Kim klebt von und her gegen die Anne Eier. Alter Kim! Na gut. Krank. Aber darum geht's heute gar nicht. Die Leute lieben. So, moin Leute, wir sind heute auf Corona-Treffen. Ja, wir sind ganz spontan hier hingefahren. Eigentlich war das, glaube ich, am Donnerstag, haben wir eine Anfrage gekriegt über 3, 4, 5 Ecken, ob wir nicht Bock hätten, eigentlich mit dem Stricher vorbeizukommen von Kreischi. Und dann haben wir gesagt, Mensch, nur mit einem Auto lohnt er nicht. Und mal gefragt, ob wir denn den Zweier von Tisana mitnehmen können, weil das so ein bisschen auf, ja, ich sag mal, luftlastig. Sind wir 2, 3 Stunden schon hier, glaube ich. Es ist unerträglich warm. Aber ja, wir kühlen uns auch ein bisschen ab hier. Also das ist halt der Wörthersee, mal von oben. Ist schon ziemlich nice, das Ding, ne? Mega krass Aussicht. Aber es ist dann auch sogar noch das Vor-Reloaded-Reloaded. Das geht ja theoretisch, heute ist Dienstag, geht ja erst theoretisch morgen, Mittwoch, Donnerstag erst richtig los. Da sind wir leider aber schon wieder alle los. Zeitlich passte das nicht ganz, aber nächstes Jahr machen wir das mal ein bisschen mit eigenen Autos, dass wir hier runterfahren. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen durch die Gegend und vielleicht wird es dann auch schon direkt den Porn übergehen, das weiß ich nicht genau.
Ja, Tailwaser ist da. Wir sind da. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind heute in dem Corrado-Video. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon drauf wartet. Wir haben das auch schon öfter mal angekündigt, so ein bisschen. 18T ist ja fertig. Übergeben, Kunde zufrieden. Jetzt sind wir eigentlich so mehr in den Schlussphasen von dem Corrado V6 12 Ventiler Turbo. Thought we were forever, but you know you're clever, so you would do shit like just lie in my face. Never say never, but my heart is severed. I don't think I ever want to see you again. I gave you trust and you gave me lust. I guess I deserve it for fucking a friend. I can look in your eyes and see when you're lying. So how you gonna look at me trying to pretend? Thought we were forever, but you know you're clever, so you. Ferkel. Okay. Kannst dein Ding da mal reinprabbeln, wenn du willst. Ferkel. Hallo. Hi. Mein Büro. Wo hast du hingeguckt? Die NMR hat das, die NMR hat das fast gehabt, die stand hier ABS-Bremsung gehabt. Ich würde gerne mal eure Gesichter auf der Kamera sehen. Ich auch. Ja, Mann. Das ist geil zum Reinschneiden. Hallo. Moin Leute, heute ist es soweit, der 24.10. Wir sind im neuen Video auf unserem Treffen. Ja, also wir sind mega, mega zufrieden. Das Wetter spielt richtig gut mit. Wir hatten einen ganz kleinen Nieselschauer, aber alles cool. Ja, Besucher sind alle so gekommen, wie erwartet. Ein, zwei Ausfälle, weil sie auf dem Weg hierhin leider verreckt sind. Macht aber gar nichts. Tailwaser hinter der Kamera. Hat schon wieder ultra viele geile Autos aufgenommen, Pawns gemacht. Video. Wir wollen euch heute mal so ein bisschen, deswegen, war gerade Zufall, dass wir hier so stehen. Der war in der Kamera. Wir wollen euch einmal ganz kurz ein bisschen näher bringen, worum es bei uns in den meisten Fragen geht wegen TÜV. Das kommt in den meisten E-Mails bei uns vor, auch teilweise in den Videos und in den Kommentaren. auf jeden Fall nehmen wir dann ein Kundenfahrzeug rein, ein 2er Golf VR6, kein Turbo diesmal, auch nicht verkehrt. Ich hatte gerade in dem ersten Video erwähnt, dass wir einen Spezialgast für uns da haben. Und ja, das Gespräch suche ich jetzt. Wir gehen Marius, da ist er. Moin, hallo. Viele kennen ihn, denke ich mir mal. Also kein Unbekannter. Wirklich. Wirklich. Aber ich stelle ihn trotzdem mal für uns auf unserem Kanal einmal vor. Herzlich willkommen, neues Video. Wir haben es schon im letzten Video gesagt, dass wir von dem einen RS3 Motor auf den anderen RS5 umspringen
Und zwar geht es hier um ein Kundenfahrzeug. Ja, genau so, wie lange. Aber ein Kundenfahrzeug, wo wir einen Gewindefedersatz einbauen. Thank you.